Wir benötigen für die Sirura-Früchte, auch Amla genannt, zu zerdrücken, ist einmal ein leeres Schälchen, wo das nachher reinkommt, ein Löffel, ein Messer, eine Schale und ein Sieb. Wir nehmen die Sirura, sprich Amla, öffnen sie, entfernen den Kern. Die Fasern bleiben dran. Die Fasern bleiben ja am Kern dran. Trotzdem sind immer noch genug Fasern übrig, die dann nicht durch das Sieb. So, hier nehmen wir so, halten so den Kern fest. So, jetzt machen wir das mal hier mit den Dreien. Also, so, wir können dazu ganz einfach einen ganz normalen Löffel nehmen, weil die sind ja so weich. Streichen die schön fest durch Sieb, dass ein Mus entsteht. So ähnlich wie Apfelmus, erinnert einen ganz stark an Apfelmus. So. Jetzt klebt noch ein bisschen unten an dem, Sieb. So. Da nehmen wir das so ab mit dem Messer und streichen es ganz einfach in die Schale. So, und schwuppdiwupp haben wir mit 2-3 Amlas eine Tagesportion, die sich wunderbar im Kühlschrank aufheben lässt.